Morgen geht's wieder zur Schule. Auch ich muss wieder zur Schule. Nee, Spaß. Ist ganz in Ordnung. Gibt Sachen, die ich lieber mache als Schule, ist klar. Aber ja, hier vom Sonnenlicht fast nicht mehr beleuchtet, wollte ich euch ein wenig zu ein paar Themen etwas erzählen. Ja, los geht's nach dem Intro. Wahrscheinlich habt ihr so schon im Titel stehen. Es soll nur ein kleines Vlog sein. Ich weiß, Weihnachten ist schon ein bisschen her. Ich hatte nicht die Möglichkeit, seit Weihnachten ein Vlog aufzunehmen. Ja, ich weiß, ich habe ein Silvester-Special gemacht, aber ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt Weihnachtsgeschenke zeigen. Um Weihnachtsgeschenke soll es heute ein bisschen gehen, was euch ein bisschen betrifft, weil das sind ein bisschen die Zukunft des Kanals betreffend. Dann noch ein klein wenig würde ich über das 2016. Jahr sprechen, also das letzte Jahr. Ich weiß, darüber habe ich genug, das könnt ihr ja nicht mehr hören. Aber ganz kurz will ich das noch anschneiden. Dann wird es ein bisschen über einen nicen Shop gehen, den ich auch noch mal ansprechen kann, will kein Produktplacement, keine Angst, aber ja, los, legen wir einfach mal. Das sind die Themen für heute. Ich habe zum Weihnachten den kleinen Hofen geschenkt bekommen, unter anderem hier die 3DS-Spiele. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal in einem Video gezeigt habe, wahrscheinlich nicht. Das sind Rhythm Paradise Megamix. Davon habt ihr schon ein Überraschungs-Let's Play, so hieß das, gesehen. Ma Super Mario 3D Land habe ich geschenkt bekommen und den Landwirtschaftssimulator 2012 für den 3DS. Ja, den werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr dann irgendwann mal spielen. Neben den anderen Parts, also Pokémon Sonne, wahrscheinlich auch Tomodachi Life. Also war ich Tomodachi Life gerade nicht hier, aber das so erstmal die Videos, also Tomodachi Life, Pokémon Sonne, Landwirtschaftssimulator, Mario 3D Land und Rhythm Paradise Megamix. Das sind so erstmal neben Zlogs die Videos, die ihr so bekommen werdet. Ich werde mal gucken, vielleicht kommen die dann auch noch und die etwas später hier. Ich muss gucken, das Jahr ist ein bisschen vollgepackt von Schule, deshalb, ich sag's ja alles schon, ich habe für den 4., das ist, müsste ein Mittwoch sein, wenn mich nicht alles täuscht, ein Part Pokémon Sonne schon vorproduziert, der kommt um 14 Uhr. Wenn nicht noch alles schief geht, ja. Ansonsten ab und zu mal ein Zlog, wahrscheinlicher, also ein Zlog ist wahrscheinlicher als ein Let's Play Part, weil ja, hat weniger Arbeit. Muss nicht so aufwendig geschnitten werden wie ein Let's Play und kann auch schnell mal als MP4-Datei mal hochgeladen werden, also umgeschnitten, also damit er halt irgendwas bekommt und halt ja, was zu gucken habt. Die Endzone habe ich auch geschenkt bekommen, ne? Die Ausgabe vom Januar, schon im Dezember geschenkt bekommen. Ja,
Ich habe ich auch irgendwo noch die Dezember-Ausgabe hier. Zack. Habe ich mir mal, die habe ich mal entdeckt auf der Fahrt nach Weimar, auf der Klassenfahrt. Dort brauchte ich was zu lesen für einen Zug und habe mir dann die Dezember-Version gekauft. Ich komme nun nicht wirklich mehr zum Lesen, also ich komme jetzt, aber ich überfliege es gerne mal, was da so drin ist. Viele Sachen über Pokémon Sonne in der Endzone. Ja, was haben wir noch? Mario Maker für den 3DS, Zelda Breath of the Wild und ein wunderschönes Poster, finde ich das hier gerade, ja, so. Das werde ich mir vielleicht mal demnächst an die Wand hängen. Ein Sonne-Poster. Ja. Und so viel zu den Geschenken. Jetzt von meiner Großmutter aus den USA, weil ich noch ein Bett hier bekommen hier einen Sports-Almanach, den durftet ihr schon kennenlernen im Video im letzten Jahr. Ich habe überall wieder in die Tüte rein, wo es reingehört, in die Zukunftstüte. Ja, zurück in die Zukunft. Ein Requisit daraus habe ich von meiner Oma aus den USA geschickt bekommen, um die Frage zu beantworten, wo ich das gekauft habe. Gar nicht, gar nirgendwo. Ja, wo wir gerade beim Thema Geschenke sind, ist zwar kein Geschenk, habe ich nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen, aber ich habe es mal wann anders irgendwann geschenkt bekommen haben. Geschenkt bekommen. Ja, habe ich mal zu Geburtstag geschenkt bekommen. Harry Potter Zauberstäbe. Den von Severus Snape. Hier der Griff ist besonders schön, falls ihr es sehen könnt. Ja, wunderschön. Ich stehe irgendwie drauf. Ich habe noch keine Wandhalterung dafür. Aber wenn ich eine mal hätte, könnte man die irgendwo an der Wand anbringen. Um mal ein paar Plakate abzumachen. Dann mal. Da kann man die so reinstellen und. Wunderschön, das ist sowas zu besitzen, hier die Zauberstab-Nachmachungen, Repliken, elbenwald.de war der Shop, von dem ich reden wollte. Ja, kein Produktplacement, ist einfach nur eine Meinung. Ein richtig nicer Shop für Fans und Nerds. Fantasy, also Harry Potter Zauberstäbe von, also dort gibt es von Harry Potter Zauberstäben bis hin zu, ja, ich zeige euch gerade den zweiten, von Luna Lovegood. Wo war ich? Von Zauberstäben bis hin zu T-Shirts, zu Schlüsselanhängern, zu, was weiß ich, Tassen, Bilder für die Wand, Poster. Ja, wie eine Blume, wenn man es falsch rumhält. Ja, eine Blume für dich. Super. Ja, wunderschön. Wenn ich viel davon habe, kann ich mir eine Viererwandhalterung. Ist relativ teuer. An der Wand hängen. Ist ein teurer Spaß. Ein Zauberstab, also von dieser Edition, ich glaube, wenn ich mich nicht komplett irre, 34,90 oder so ähnlich. Und von der, das ist die teurere Version, 44,90. Das ist eine Wandhalterung für 4 Zauberstäbe, knapp 50 Euro, also kann man sich zu Weihnachten und zum Geburtstag mal wünschen. Und den einen Ring, er dient zwar nicht unbedingt dazu, sie alle zu knechten, aber ja, als Herr der Ringe-Fan sollte man den einen Ring auf jeden Fall mit dabei haben. Ja, er ist ein bisschen
abgenutzt. Da sind schon ein bisschen, hat sich schon die Gold-Lackierung abgelegt, weil ich den wirklich mal getragen habe. Ich habe den mal zu Hause vor allem. Ja. Auch nicht gerade billig, der eine Ring in Ehrenwald. Alles nicht sonderlich billig. Die T-Shirts gehen übrigens 19,90. Wenn ich nicht komplett fehlinformiert bin. Tassen lassen sich auch, kann man sich auch leisten. Schlüsselanhänger sowieso. Aber auch Schlüsselanhänger gibt es in allen Größenordnungen, also von 5,99 bis 17,99. Kommt drauf an, was du haben willst. Ja, nur so viel zu Shop und Weihnachtsgeschenken. Meine Empfehlungen. Auch diese Spiele, das ist vielleicht nicht unbedingt Landschaftssimulator. Den werde ich für euch let's playen. Endlich mal ein Simulator. Ich werde das unbedingt mal probieren, einen Simulator zu spielen. Ist von 2012, ja. Könnte Spaß machen. Ich hoffe, euch könnte es auch Spaß machen. Ja, kommen wir zum letzten Punkt. Wie hat euch das letzte Jahr gefallen? Die große Frage. Ich habe es euch schon gesagt, wie mir das letzte Jahr gefallen hat. Am 31. Dezember die Nacht lang von 20:30 Uhr bis 0:30 Uhr. 5 Videos. Hat sehr viel Spaß gemacht mir. Ich hoffe auch euch. Ja, hierfür in der Videobeschreibung guckt ihr unbedingt mal rein, hier unten. Mal aufklicken lohnt sich. Da ist ein Formular reingepackt worden von mir, das ich euch bitte auszufüllen. Dort könnt ihr mir einen kleinen Feedback zum 2016. Jahr auf meinem Kanal geben, wie es euch gefallen hat, was war euer Bestes auf dem Kanal und so weiter und so fort. Ganz viele Fragen. Nein, nicht so viele, ein paar Fragen. Schaut unbedingt rein. Was ich sagen wollte noch ist, es kann ich jetzt mal hier einblenden gleich. Es gibt im nächsten Jahr, wenn es Let's Plays gibt, es wird Let's Plays geben, vielleicht weniger, aber mehr Z-Logs, würde ich sagen. Aber wenn es welche gibt, wird es auf jeden Fall Endcards geben. Gut, für drei Projekte habe ich jetzt schon Endcards kreiert. Die dürft ihr euch dann im Anschluss eines Let's Plays dann immer anschauen und oben auf den Abonniert-Button drücken und unten rechts meistens auf das nächste Video klicken. Ja, steht noch was an? Irgendwelche unbeantworteten Fragen, die ich jetzt noch schnell klären könnte. Ja, generell für alle, die in einem Video auftauchen möchten und erwähnt werden möchten und irgendwie gemeinsam mit mir per Online-Kampf oder sowas was spielen wollen, wird schwer, vor allem in diesem Jahr, weil, wie schon gesagt, eher kommen Z-Logs hoch. Als anderes. Ja. Also unwahrscheinlich. Es kann sein, dass ab und zu mal out of the camera ein paar Online-Tausch-Dinger-Aktionen oder anderes passiert, aber vor der Kamera unwahrscheinlich. Durch Zufall mal, wenn ich mal im Kampfblase oder sowas bin, in irgendeiner Pokémon-Edition oder so, kann vorkommen, aber jetzt keine Verabredungen. Ciao, ciao. Adios. Gehabt euch wohl. Haut drinne. Haut ab. Ciao, ciao.